Willkommen zurück zu Let's Play Lego Indiana Jones 2, den neuen Abenteuer. Wir begeben uns jetzt zu dem zu diesem sinkenden Schiff und gucken mal, was wir hier drin brauchen. Ich brauche einen Charakter mit einem Schwert. Was ist das denn? Mit einem Schwert und einer Pistole. Der Raketenwerfer sollte als Pistole auch zählen. Testen wir mal kurz, ob das auch geht. Das geht. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Und holen uns einmal eine Person mit einem Schwert. Aber vorher gehen wir mit Zahler dort links an den Strand und graben irgendwas aus. Jetzt wird alles noch viel... Ja, okay. Nein, wir gehen dort rechts kurz gleich mal hin. Und machen einmal das Ding da auf. Und dann können wir da noch irgendwas abschießen. So. Oh, Bonuslevel. So. Hier oben brauche ich Indy. Aber den Gegner können wir ja schon mal ausschalten. Der Gegner hat es natürlich überlebt. Jetzt stirb doch. Danke. Irgendwie habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass das Tor runtergeht. Aufgeht. Das Tor ist nicht runtergegangen. Aua. Mann, schieb diesen Felsbrocken da jetzt weg. Ist das nervig mit der. Ich habe eben gedacht, also ich habe eben erwartet, als ich hier dran gezogen habe, dass diese Teile runtergehen und ich brauche sie dafür. Nein, verdammt. Kann ich nicht schon? Nein. Ah, da unten kann ich das einsetzen. Dann gehen wir dort mal mit Indy hin. Der Typ, der dort im Wasser schwimmt, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß. Der hat auch keine Lust mehr, uns anzugreifen. Ah, hier kann ich noch an irgendwas ziehen. Ah. So, 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 verdammt. Wofür gibt es dort eigentlich oben einen Weg, dass man mit Indy extra zurückgehen kann? Wenn man das hier eh nicht mit Indy machen kann. Und eingesammelt. So, das ist glaube ich auch noch ein Magnet. Nee, doch, nee, das nicht. Warte, was machst du jetzt da drin? Okay, dann gehen wir kurz mal hier rechts hin. Auch was bekommen, wenn wir die Straßensperren wegmachen. Testen wir mal. Und ich glaube. Ja, da unten könnte ein Bonuslevel drin sein, wenn wir da oben alle abschießen. Aber erstmal machen wir das hier auf. Klopf, klopf. So, Mitarbeiterauto. Oh, es fehlen noch zwei Charaktere und das eine holen wir. Zwei Fahrzeuge. Und das letzte Fahrzeug holen wir gleich. Ja, das ist ein Bonuslevel. Wie viele fehlen denn überhaupt noch? Ah, 5 Stück und 5 mal wahre Abenteurer. Was ist das? Das ist kein Bonuslevel. Das ist doch ein Bonuslevel. Okay. So, das schieben wir mal dorthin. Der Speer kommt zu mir. Und dann dort rein. Und das Tor öffnet sich. Achso, hier ist ein Gegner. Und wo ist jetzt die Waffe? Die sieht man hier noch gar nicht. Okay, ich hab sie.
So, nee, so nicht. Okay, wenn man da irgendwo, wenn ich dort vorne irgendwie runterfallen sollte, das wird mich wahrscheinlich ein bisschen aufregen. Okay, gibt es noch mal neue Waffen? Dann geht jetzt. Na, ja gut, vielleicht. Vielleicht doch nicht. Nein, ach Mann. Ich hab's geschafft. Ach, da ist ja noch ein Gegner. Und dann bin ich auch noch runtergefallen. Oh, das war meine letzte Patrone. Und die goldene Schatztruhe haben wir jetzt auch. Nummer 6. Ups, die wollte ich. Ja, doch, eigentlich schon. Wollte ich schon. Okay, dann gehen wir mal nach unten hier. Roten Stein. Okay, 4 Stück fehlen da noch. Und jetzt können wir hier oben weiter. Oder besser gesagt, wieder ganz einfach hoch. Wann ist denn das? Wann habe ich das zerstört? Na egal. Gut, dann drehen wir da jetzt einmal dran. Oder vielleicht ein paar Mal öfters. Ah, oh, das reicht. Und jetzt können wir aus irgendeinem Grund das Flugzeug kaufen. Ein Doppeldeckerflieger. Okay, aber das Rennen haben wir ja schon gemacht, das was in der Luft ist. Da gibt es nichts mehr. Können wir hier unten bitte auf dem Dach landen? Ja, es geht. Nein, es geht. Okay, doch, es geht. Okay, das ist ein Bonuslevel. Oder auch nicht. Warum ist für mich alles ein Bonuslevel? Hier liegen aber 2 Kanonenkugeln. Entweder öffnet sich damit ein Bonuslevel, wenn ich alle abgefeuert habe. Oder die letzte, nee, der letzte Charakter erscheint durch das letzte Rennen, was da unten im Wasser ist. Okay, mehr ist ja auch nicht. Ah, da. Oh. Das ist aber ein Bonuslevel. Oh. Okay. Man muss dagegen schießen. Ah, und ich habe jetzt hier ja auch einen explosiven Charakter dabei. Sprengstoff habe ich hier. Und einen weiblichen Charakter. Den haben wir auch, sobald wir das Level wieder verlassen. Nein, bleib stehen, wo rennt die? Sie rennt direkt vor mir weg. Jetzt bleib doch hier. So, danke. Und wir gehen rein. So. Der Explosivcharakter, den braucht man wahrscheinlich nur, um am Anfang reinzukommen. Oder auch nicht. Schieß doch öfters und schlag nicht so oft. Okay, da brauche ich den weiblichen Charakter. Und wo muss das denn? Oh, da ist einiges Geld, an Geld. Achso, ja, nach links, ganz nach links. Ja. Okay, dann bauen wir das hier mal auf. Ah,
Ah, und hier kann ich Sachen löschen. Und was soll ich löschen? Okay, ich muss alles an Feuer löschen. Na, super gemacht. Jetzt ist greif doch jetzt mal das Feuer. Ach, dann erstmal auf das da hinten. Wie weit der werfen kann. So, dann jetzt mal auf das hier. So, du nimmst auch noch eine mit. So, 6 von 10. Dann müssen wir noch zweimal laufen. So. So. So, da oben ist noch ein Feuer, aber da fehlt noch eins. Hä? Hey. Wo ist denn das letzte Feuer? Nein! Nee, aufnehmen. Nein, du bist doch so dumm. So, da oben ist Nummer 9. Hä? Ich glaube mal nicht, dass ich diese Kerzen hier löschen soll. Hey, hier ist kein Feuer mehr. Ah, aber hier kann ich noch was bauen. Ah, da rechts ist noch ein Feuer. Was haben wir hier? Ah, das ist ein Durchgang. Das ist einfach nur ein kleiner Durchgang, wo es auch drin brennt. Aber man hat das Feuer nicht durch die Wand gehört. Bin ich mir ziemlich sicher. So, 10 von 10. Und die haben wir jetzt auch. So, wahre Abenteurer sind... So, ja. Ey, doch nicht? Warte einmal kurz. Okay. Ja, brauche ich mir nicht nochmal angucken. So, geschafft. Und raus. Gut, dann geht's jetzt hier rein. So. Das. Oh, hier ist ein Gegner. Gib mir deine Waffe. Ah, hier ist sie. Ah, okay, jetzt komme ich hier. Ich nehme mal Indy lieber. Ja, vielen Dank auch. Ich bedanke mich herzlichst für diese Behinderung. Also, dass der mich so behindert hat gerade. Nein, ach Mann, jetzt steht er nicht im Weg. Immer diese Menschen, die im Weg stehen, weil die geschlagen werden wollen. Also da oben ist ja auch noch sowas. So. Achso, ups. Das hätten wir ja nicht mal machen müssen. Wo ist denn jetzt hier die Maschinen-Ding? Hier ist sie. Nimm noch auf. Ach, Indy, dann nimm du die halt. Ja, ist gut, er kann das. Das ist was ganz anderes, als ich aufheben wollte. So und so. Noch irgendwo was? Nein. Ah, jetzt kann... Nein. Jetzt kann ich daran ziehen und das nächste Tor geht auf. Und dann können wir jetzt endlich oben lang. Mit Pferden. Nein! Ach, verdammt. Okay, ich spawne oben immerhin mit dem Pferd. So, hab dich runtergeschubst. Nein! Warum sterbe ich jetzt nicht? Achso, ja, gut. Ach, das kann jetzt nicht wahr sein. Nochmal. Warte, ich... Ja, und jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne?
So, schaffe ich es von hier? Ja, gut. Machen wir es so, so. Ach, das geht natürlich nicht. So, und goldene Schatztruhe. Okay. Das verstehe ich jetzt aber irgendwie ein bisschen nicht. Irgendwie gar nicht. Und es fehlt noch einmal wahre Abenteurer. Aber es fehlen noch zwei Schatztruhen. Das heißt mindestens noch zwei Level, wo wir wahre Abenteurer werden können. Das ist ein bisschen komisch. Ist ja auch egal. Wir holen uns jetzt den Raketentypen nochmal. Und dann werden wir hier rechts mal ins Gebiet gehen. Gleich. Wenn wir hier drin waren. So, was brauche ich hier? Okay, das Teil und eine Schaufel. Das eine habe ich, das andere fehlt. Wo ist ein Typ mit Schraubenschlüssel? Mit Schraubschlüssel. Egal, wir zerstören erstmal die Statuen hier. Was überhaupt nichts bringt, außer Geld. So, und hier rechts ist nichts. Doch, da unten ist Geld, aber mehr auch nicht. Dann gehen wir da doch nicht runter. Lohnt sich nicht. Für ein bisschen Geld. Oh, da ist jemand mit einer Schaufel. Okay, den nehmen wir dann direkt mal kurz mit. Aber mir fehlt dann trotzdem noch der Typ in Schraubschlüssel. Schraubschlüssel. Ach, ist ja auch egal. Ich brauche das Teil hier auf jeden Fall noch. Mal demnächst. Am besten in diesem Part. Aber wo finde ich das? Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt, wenn ich die zerstöre. Wahrscheinlich eher nicht. Und mir fehlen auch noch die paar roten Steine hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Stangen waren. Nur davon gibt es ja keine mehr. Diese hier unten. Nur die waren viel länger, die ich suche. Das waren wahrscheinlich auch mal ganze Stangen. Nur die habe ich schon attackiert. Wo sollen denn die letzten vier Stangen sein? Ich verstehe es halt nicht. Okay, einmal kurz gucken, was noch fehlt. Ein Charakter, vier rote Steine, zwei goldene Schatztruhen und einmal wahrer Abenteurer. Diese roten Stangen werden mit Sicherheit irgendwo noch sein. Nur wo? Und wo sind die letzten Bonuslevel? Eins ist ja noch da oben. Aber dann fehlt trotzdem noch eins. Und diesen komischen diesen Schlüssel oder was das nochmal war, fehlt ja auch noch. Okay, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit im Kreis fahre, bringt das auch nichts. Jetzt habe ich mich festgefahren.
Im nächsten Part werde ich... Ups. Für den nächsten Part werde ich dann mal nachgucken, wo diese roten Stangen sind. Oder was auch immer man benötigt für den roten Stein. Und wo dieser Schlüssel ist. Außer wir finden jetzt noch irgendwas, was uns weiterhilft. Hier haben wir ja beide schon fertig. Trotzdem möchte ich da mal kurz reingucken. Ja. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Hier auf dieser Insel sollten wir eigentlich alles schon haben mittlerweile. Hier gibt es nichts mehr, was uns weiterbringt. Ich glaube, ich brauche ja noch einen Charakter mit einem Schwert dabei. Nehme ich den hier mal direkt mit. So, was kann ich denn eigentlich hier mitmachen? Ja, super. Da kann ich auf jeden Fall nicht drauf stehen. So, hier rechts ist auch nichts. Wir verbringen jetzt die meiste Zeit des Parts einfach nur damit, hier irgendwie dumm rumzugucken. Das mag ich auch nicht. Vielleicht beende ich jetzt hier auch einfach kurz den Part und werde dann mal alleine suchen. Und vielleicht finde ich ja was, wenn nicht, dann nutze ich ein Video. Aber wir gucken jetzt hier oben nochmal kurz. Okay, jetzt weiß ich, wie man rote Steine kriegt. Man muss diese Blumen aufploppen lassen. Okay, gut, dann suchen wir jetzt nochmal ein paar Samen, worüber wir, wo wir drauf trampeln können. Und dann hoffen wir mal, dass dort rote Pflanzen, rote Blumen rauskommen. Hier unten ist mit Sicherheit eine rot. Oder auch nicht. Nummer 8. Ist hier links noch mehr? Nein, hier nicht. Aber dort links vielleicht noch. Das gucken wir nochmal nach. Nein, hier ist auch nicht mehr. Moment mal, ich kann die hier alle... Ne, doch nicht. Ich dachte, ich kann die hier alle zum Leuchten bringen. Kann ich aber doch nicht. Okay, dann gehen wir dort oben jetzt nochmal zum Schloss. Und hoffen wir, dass wir dort noch kurz den Rest finden. Und dann... gucke ich mal... außerhalb des Parts. Wo die verbleibenden Sachen sind. Ich möchte euch natürlich auch nicht mit so viel Stille quälen. So, Nummer 9. Da haben wir es auch schon fast. Und deswegen konnte ich die roten Blumen auch nicht zerstören. Weil die wichtig sind. Nummer 10. Na endlich. Somit haben wir jetzt auch hier Startmultiplikator mal 8. Glaube ich. Hoffentlich. Punkte mal 8, ja. 6 Millionen Stats kostet der. Nicht viel für uns. Was hat der hier dabei? Okay, eine Maschinenpistole. Gut. Nein, nicht zum Warenhaus. Doch, wir machen den jetzt einmal kurz an. Dann suche ich jetzt ein bisschen außerhalb des Parts weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.